Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer und Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserem Beratungshaus ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen und nehmen euch dabei mit, denn wir glauben daran, dass es viele, also eigentlich alle Unternehmen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir? Hi Nils, ja, mir geht's gut. Es ist ein bisschen, wir nehmen so mitten am Tag heute auf und es ist so das klassische Back-to-Back-Meeting-Tag. Man hetzt von Termin zu Termin, aber jetzt bin ich froh, dass wir kurz ein bisschen durchatmen können, diese Stunde. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich hatte es auch eben. Also heute Morgen hatte ich noch so ein bisschen Zeit und konnte noch so ein paar Sachen durchdenken, ein paar Meetings machen. Und plötzlich, jetzt war das dann so hoppala hopp, dass ich jetzt irgendwie auch so reinstolper und jetzt auch gerade so durchatme. Dann halt noch so das Thema Technik aufbauen. Eigentlich wollte ich ins Büro, habe ich aber nicht geschafft, weil die Meetings irgendwie nicht passten und so weiter und so fort. Naja, also insofern sitze ich jetzt zu Hause in meiner Kemenate vor meinem Mikrofon und freue mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn heute? Ja, und zwar ist Christopher Sweet Sir ein großartiger Name, wie ich finde. Und der Papa ist auch Amerikaner, wie du uns gerade erzählt hast, zu Gast. Christopher, du hast schon einige Stationen beruflich hinter dir, über Systemadministrator, Purchasing Manager, Supply Manager und bist eben jetzt bei TechBuyer, ein Business Development Manager. TechBuyer, ihr vermittelt refurbished Hardware an Kunden. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Herzlich willkommen, Christopher. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Mir geht's super. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Schön. Wir beginnen am Anfang immer mit einer Frage. Und zwar, wie bist eigentlich du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Oder was verbindet dich so mit dem Thema Nachhaltigkeit? Kannst du uns da so ein bisschen was über dich erzählen? Ja, also ich bin eigentlich von Grund auf schon nachhaltiger Mensch immer schon gewesen. Bin auch auf dem Land aufgewachsen, habe also ein bisschen mit Landwirtschaft immer schon was zu tun gehabt. Mein Opa war Jäger, so dass man mir das im Prinzip schon ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Über die Jahre hinweg hat sich das immer mehr herauskristallisiert, unter anderem Mitgliedschaft bei Sea Shepherd und ja, immer wieder Ryan Cleanup Day mitgemacht. Und jetzt hat mir TechBuyer auch vor 5 Jahren die Chance gegeben, in der Branche, in der ich arbeite, also in der IT-Branche, das auch auszuleben. Also diese Nachhaltigkeit weiterzubringen, an den Mann zu bringen und publik zu machen, auch tatsächlich immer weiter sich bilden. Wir haben auch ein eigenes Nachhaltigkeitskomitee mittlerweile bei uns. Das greift einfach eins ins andere. Ihr bietet ja refurbished Produkte an. Ja. Warum sollten denn Unternehmen aus deiner Sicht auf refurbished Produkte setzen? Ja, wie wir gerade schon beim Thema sind, das ist einfach die nachhaltigere Lösung. Refurbished war, also ich kann mich daran erinnern, als wir vor 5 Jahren angefangen haben, war das fast schon eine Beleidigung für Hardware. Also refurbished war eher immer so die unterste Kategorie von Produkten. Mittlerweile haben wir das, ich denke, dass wir auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass es nicht mehr so ist, dass refurbished wirklich wieder aufbereitete Hardware ist, dass man sagen kann, da wird Arbeit hineingesteckt. Es ist also nicht so, dass es ein reiner Gebrauchtartikel ist, sondern es ist wirklich, der Artikel wird sich von vornherein komplett einmal angeschaut, was können wir daran verbessern, welche Komponenten müssen eventuell getauscht werden. Am Ende schlägt natürlich der CO2-Footprint zu. Es ist nicht schlechter als Neuware, das haben wir auch letztens noch bewiesen in einem EEE-Paper. Also das heißt, wir haben eine Studie dazu gemacht. Das ist also tatsächlich auch wissenschaftlich fundiert, was wir sagen und was wir publizieren. Von daher, ja, es geht eigentlich kein Weg an den Refurbished Hardware vorbei. Wie wird das angenommen? Also wie viel habt ihr da Zahlen? Wie viel Marktanteil machen denn Refurbished Produkte aus deutschen Unternehmen? In deutschen Unternehmen, ja, es ist leider sehr marginal, muss man zugeben. Also nach einer Bitkom-Studie sind es aktuell nur 4% der deutschen Unternehmen, die refurbished Hardware einsetzen. Das ist gemessen am Gesamtvolumen der IT-Branche doch wirklich leider viel zu wenig.
Was interessant ist, weil auch in dieser gleichen Bitkom-Studie sagen auch 2/3 aller Unternehmen, die da befragt wurden, dass sie die Wichtigkeit erkennen von nachhaltiger oder refurbischter Hardware. Und das ist so ein bisschen auch das Dilemma in diesem Bereich. Sind uns denn andere Länder da voraus? Hast du da irgendwie ein paar Zahlen, Daten, Fakten für uns? Oder ist das tatsächlich eigentlich noch global irgendwie ein Thema, das Unternehmen das noch nicht so für sich erkannt haben? Es gibt ein paar Länder, also der State of New York zum Beispiel in Amerika, da gibt es das Right to Repair, was umgesetzt wurde. Es gibt Richtlinien in bestimmten Ländern. Es ist ein bisschen schwammig teilweise. In Deutschland gibt es auch das Ökodesign, die Ökodesign-Richtlinie, aber es ist halt noch nicht in klaren Rahmen gefasst worden. Das ist so ein bisschen das Problem, dass Unternehmer nicht diesen Rahmen haben und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt machen, oder das ist immer das, worauf wir dann stoßen. Dass es nicht klar definiert ist. Ja, es klingt ja auch so ein bisschen eigentlich nach da doch wieder am Ende auch so viel so ein Mindset-Thema. Also die Frage auch so ein bisschen, haben Unternehmen das wirklich überhaupt auf dem Schirm, da auch wirklich ihre Prozesse und ihre Beschaffung abzubilden? Ich muss zugeben, wir sind vor ein paar Monaten, hat McKinsey auch eine neueste Studie rausgebracht, in dem sie auch nochmal untersucht haben, wo sind jetzt eigentlich die großen Hebel wirklich aus der IT heraus betrachtet. Und einer der größten Hebel, die sie identifiziert hatten, waren die Endnutzergeräte. Und um ehrlich zu sein, waren wir da selber auch so ein bisschen überrascht, wenn man denkt ja ganz oft an Cloud-Shift und Applikationen und was nicht so alles auf Servern läuft und so. Aber nee, die Geräte. Und ich weiß immer gar nicht, ob das allen Entscheiderinnen in Unternehmen wirklich schon so bewusst ist. Hast du da irgendwie Eindrücke aus den Gesprächen, die ihr so führt mit euren Kunden? Nein, also ich denke, dass die Unternehmer das tatsächlich nicht sehen. Wir haben ganz viele Kunden bzw. Kundinnen und Lieferanten, die uns Hardware anbieten, die wirklich alt ist. Also wir reden hier von teilweise 10 bis 20 Jahre alten PCs, wo jetzt gerade erst diese Awareness auftaucht, okay, die hätte man ja vielleicht irgendwie nochmal weiterverwenden können, aber nein, die stehen dann jahrzehntelang irgendwo in welchen Rumpelkammern und werden nicht weiter benutzt, werden nicht recycelt. Das heißt, das Material, was da gebunden wird, ist enorm. Und da hat wahrscheinlich jeder irgendwo bei sich zu Hause im Keller oder diese berühmte Kabelbox oder was auch immer, die hat wahrscheinlich jeder zu Hause. Also da kann ich mich auch nicht frei von sprechen. Und was macht ihr dann? Sind das halt Notebooks, im Wesentlichen Desktops oder auch Mobiles? Also was habt ihr irgendwie Schwerpunkte dort? Also unser Hauptkerngeschäft sind natürlich die großen Server- und Storage-Komponenten, Netzwerkgeschichten. Aber da wir das mittlerweile als ganzheitliche Lösung sehen, bieten wir auch ja vom Smartphone übers Notebook bis hin zum großen Cluster im Rechenzentrum eigentlich alles ab, was irgendwie kritische Rohmaterialien enthält. Entweder ja, bieten wir im besten Fall zirkuläre Lösungen an, sprich wir halten es im Umlauf, bringen es in die Kreislaufwirtschaft. Oder im allerschlimmsten Fall versuchen wir es ethisch zu recyceln. Ja, wenn man sich das irgendwie anguckt, okay, 4%, das ist ja erstmal positiv formuliert, way to go, Potenzial, da können wir schön Dinge tun. Ich sehe das ja selber bei mir auch, ne, wie häufig, also klar, in der Familie mit Mobiles ist dann immer irgendwie nochmal ganz gut, werden die immer so weitergegeben und dadurch haben die eine relativ lange Nutzungszeit. Man sieht das ja eben auch, ne, also wenn du jetzt gerade so Marken Notebooks siehst oder so, die sind ja irgendwie auch nach 6-7 Jahren oder so funktionieren die eigentlich immer noch wunderbar. Also da ist es eigentlich Wahnsinn, die halt nur 3 Jahre halt im Zyklus zu halten. Ja, da ist natürlich eben auch die Frage jetzt gerade mit diesen klassischen Leasing-Angeboten, die ich bei Unternehmen sehe, dass die halt wieder die Sachen halt nach 3 Jahren halt irgendwie tauschen und dann halt quasi halt dann darüber halt irgendwie auch das, also ich sag mal, die Assets halt quasi rausgeben an ihren Leasinggeber und dann halt irgendwie quasi halt tatsächlich nur noch leasen und das dann halt immer in fixen Intervallen. Das war ja eine Zeit lang sehr modern. Nimmst du das immer noch so wahr? Wird das immer noch so viel gemacht oder findet da schon so ein Umdenken statt? Es findet ein leichtes Umdenken statt, ja. Also es gibt immer mehr Leute, die auch längerfristig ihre Hardware im Unternehmen halten. Das ist aber auch Unternehmen zu danken, die zum Beispiel dann nach dem eigentlichen Ablauf der Leasingdauer oder des Garantiezeitraums des Herstellers, auch ein ganz wichtiger Punkt,
dann noch Service zum Beispiel auf diese Maschinen bieten. Das machen wir auch. Also unsere refurbished Server bekommen von uns aus 3 Jahre Garantie und wir bieten auch Wartung an. Also das heißt, wir haben ein Partnerunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, wo wir dann sagen können, okay, ist das ein Kriterium für euch, um Hardware nicht refurbished zu benutzen? Dann können wir das ausmerzen. Das heißt, wir können Service anbieten, auch für gebrauchte Geräte. Und das, ich denke, das ist ein guter Weg. Aber auf der anderen Seite sind natürlich immer noch die Herstellerverträge, wir sehen es auch im Smartphone-Bereich natürlich, ne? Diese klassischen 24-Monate-Verträge und danach gibt es ein neues Handy. Das ist natürlich immer noch weit verbreitet. Ja, was wir merken bei uns, wir sind tatsächlich geschwenkt auf so ein Device-Budget pro Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Also das bedeutet, Mitarbeiter, Mitarbeiterin kriegt halt ein gewisses Budget, was auch jedes Jahr dann halt um einen bestimmten Betrag aufgestockt wird. Und aus dem heraus können sich eben Notebooks und Mobiles halt wie beschafft werden. Also wir haben halt keine automatischen Neu-Handy-Verträge mehr. Und was wir da dran sehen, ist, dass sich das halt schon total verändert. Ja? Also dass die Laufzeiten deutlich länger werden, dass dann halt häufig eben auch schon ein höherwertiges Gerät hat, also seltener, aber dafür ein höherwertiges Gerät gekauft wird. Das ist so zumindest das, was wir bei uns jetzt wahrnehmen. Sehr guter Ansatz, also ja, kann ich nur zustimmen. Ich frage mich, also wir sind ja jetzt, sind ja die Jahre der Krisen so ein bisschen und mit Covid irgendwie angefangen, wo ja sicherlich auch einige Unternehmen plötzlich ganz schön aufforsten mussten, auch was Devices angeht, um irgendwie Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen, plus auch die Chip-Krise natürlich so ein bisschen. Also es gab ja auch wirklich in der Lieferkette einfach absolute Engpässe, was ja eigentlich in beiden Fällen auch Argumente für den Sekundärmarkt sind und eben dafür sozusagen lieber Geräte wieder aufzubereiten und wieder in den Kreislauf zu bringen. Habt ihr das gemerkt? War das spürbar bei euch? Das haben wir ab Tag 1, mit Corona fing das ganz stark an, dass die Leute gemerkt haben, oh, okay, wir müssen jetzt ins Homeoffice und wir müssen mal schauen, was wir da machen. Gab eine akute Knappheit bei Notebooks und Monitoren und Peripherie. Und die Leute sind dann tatsächlich zu uns gekommen und haben ihre Notebooks aufgerüstet oder PCs, die sie zu Hause hatten. Das heißt, da wurde schon sehr, sehr stark der Sekundärmarkt aus dem Sekundärmarkt bezogen. Und ja, das hat sich mit der Chip-Krise, hat sich das nochmal manifestiert, sodass Geräte länger im Umlauf gehalten werden, ältere Generationen eingesetzt werden, beziehungsweise Upgrades durchgeführt werden an bestehende Systeme, auch ganz, ganz wichtiges Thema, dass es nicht immer neu sein muss, ja, also dass man einfach sagen kann, okay, ich habe noch den Server im Keller stehen mit ein paar Komponenten-Upgrades, selbst mit refurbished Hardware kann ich die gleiche Leistung erzielen wie mit einem vergleichbaren neuen Gerät. Das ist auch so die Botschaft, die wir da vermitteln. Ja, das ist eigentlich klar, wir haben als Unternehmen auch davon profitiert, aber wir geben das auch zurück. Also wir nutzen unser Kapital dann für Bildung, wir unterstützen die UN Global Goals. Das heißt, das wäre uns nicht möglich gewesen, wenn wir nicht auch ein bisschen Nutznießer gewesen wären. Ja, na klar. Wenn man das jetzt nochmal wieder auf diese 4% schaut, die lassen mich nicht so richtig los, dann müsste das ja eigentlich muss sich das hier ändern. Also da müsste ja zumindest einfach mal eine 40 stehen oder so. Was müsste sich denn dafür ändern an den Rahmenbedingungen aus deiner Sicht, damit eben auch Unternehmen vielleicht, also braucht es da zusätzliche Anreize, braucht es da halt irgendwelche Regularien, Förderungen oder was auch immer. Also was würdest du anregen, was bräuchte es? Genau das, was du gesagt hast. Ne? Also es braucht definitiv Anregungen, es braucht klare Rahmenbedingungen auch der Regierung. Das ist immer das, was wir auch in diversen Talks festgestellt haben, dass das immer wieder gesagt wird. Also wir brauchen klare Regeln von außen. Wir müssen, die Unternehmer und Unternehmerinnen müssen ein wenig geführt werden in diesen Bereich hinein. Es muss attraktiv sein für die Unternehmen, auf refurbished Hardware zu setzen. Right to Repair hatte ich vorhin schon erwähnt. Ganz, ganz wichtiges Thema, so dass man nicht in eine rechtliche Notsituation gerät, wenn man jetzt ein Gerät tatsächlich repariert oder ähnliches. Das schreckt natürlich auch ab. Ein Thema, was mir aufgefallen ist, seitdem ich mich mit refurbished Hardware auseinandersetze, ist, dass zum Beispiel Ausschreibungen im deutschen Raum äußerst schwierig sind für refurbished Hardware, weil die aktuell oder vielfach nur Neuware beinhaltet. Das heißt, wir sind von vornherein raus, weil wir ein Kriterium dieser Ausschreibung nicht einhalten können. Und ja,
da geht es auch immer weiter Druck machen auf die Politik. EntscheiderInnen können das positiv beeinflussen. Und das ist ja eigentlich ein Mega-Hebel, über die Ausschreibungen zu gehen. Ne? Also das ist ja das auch hier, ne, wenn man das, glaube ich, nochmal auch klar macht, Einkäuferinnen, CIOs und so, dass eben ja genau diese Gewährleistung trotzdem da ist, dass das ja sozusagen rechtlich nicht wirklich ein Risiko ist, aber man für den eigenen CO2-Footprint eine Menge tut, ist es eigentlich ein No-Brainer. Ne? Total spannend und ich glaube, ein gutes Feld, um anzusetzen. Begegnet uns auf mehreren Ebenen. Ne? Also es wird ja auch bei Ausschreibungen mehr und mehr von Dienstleistern, auch wie uns, erwartet, dass wir zum Beispiel bestimmte Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, irgendwie geratet sind von extern. Also es fängt ja schon an. Es ist aber spannend natürlich zu beobachten, dass es viel im weichen Sektor, also Dienstleistungen ist irgendwie, mit denen wir ja irgendwie mit unserer Denk- und Kopfarbeit und dass es dann bei sowas Konkretem wie einer Hardware dann plötzlich auch wieder stockt. Das finde ich, also erstmal ist es interessant, ich habe leider keine Lösung. Ich bewundere das Problem. Aber es ist ja schade, weil der Hebel irgendwie nicht genutzt wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich auch so ein Konsumententhema ist, ja. Also ich glaube sozusagen so ein Mindset-Thema. Also es ist ja so, also ich sag mal, die neue Hardware ist ja so ein bisschen wie der neue Firmenwagen, ja. Also ich kriege halt alle 2-3 Jahre halt irgendwie ein tolles neues Spielzeug, ja, kann damit glänzen, kann das irgendwie zu Hause aufklappen, ja. Meine Frau, meine Nachbarn, meine Mutter, alle sagen, Mensch, was bist du für ein toll, du bist ja super erfolgreich, ja, hast ja so tolles Auto und ein tolles Endgerät. Ich glaube, das könnte irgendwie auch nochmal ein Thema sein. Also, dass man ja irgendwie als Unternehmer ja auch irgendwie guckt, ja, okay, ich will natürlich auch hier in dem Wettbewerb um die besten Talente natürlich irgendwie auch die Leute da wie reinkriegen. Und ja, da muss man das ja eben auch nochmal anders framen, also dass man das auch rausstellt, dass das auch was Positives ist, dass man halt irgendwie nicht, dass es natürlich toll ist, aber dass eine bewusste Entscheidung ist. Ich glaube, da gehört mehr dazu, als einfach nur aus einer Einkaufsperspektive ein günstigeres, refurbishedes Gerät zu kaufen. Ja, spannend. Sag mal, gibt es eigentlich bestimmte Produktkategorien, wo man sagt, irgendwie jetzt aus dem Nachhaltigkeitsblickwinkel, da lohnt es sich besonders irgendwie diese Gerätekategorie wieder aufzubereiten oder auch wo man sagt, da kann man es besonders lange und auch öfter mal machen, kann man da nochmal unterscheiden, gibt es da auch unterschiedliche Hebel? Was wir oft machen, ist nach, die ich vorhin schon erwähnten, kritischen Rohmaterialien zu schauen. Wenn man überlegt, in einem Smartphone sind 6 beziehungsweise 7 kritische Rohmaterialien verbaut und seltene Erden. Bei einem Server sind sogar 23 von aktuell 30 kritischen Rohmaterialien. Das spricht im Prinzip schon für sich, dass man diese Materialien möglichst lange im Umlauf halten sollte. Natürlich gibt es Komponenten, die eine bestimmte Lebensdauer einfach nicht überschreiten können. Wir denken da an Festplatten, wir denken da an SSDs, die bestimmte Schreibzyklen einfach haben und danach sind die leider nicht mehr verwendbar. Es wird daran gearbeitet, diese Zyklen möglichst zu verlängern tatsächlich. Ne? Also die Garantiezeiträume für SSDs zum Beispiel verlängern sich in der Regel ganz gut. Ne? Wir reden da von 5 Jahren, die SSDs zum Beispiel ab Werk eingesetzt werden können bei der richtigen Nutzung. Also man merkt, dass sich das ein bisschen verändert. Es gibt auch einige interessante Ansätze auch in der Serverindustrie, zum Beispiel so Open Compute Project, wo Hardware ja nicht auf eine bestimmte Brand angepasst ist, sondern die man universell einsetzen kann, also in verschiedenen Systemen. Das ist, glaube ich, auch die Zukunft von nachhaltiger oder refurbischter Hardware. Also ich glaube auch die großen Cloud-Anbieter haben natürlich auch das Thema, ne? Also die haben natürlich in den Rechenzentren ganz viele Infrastrukturkomponenten stehen. Ich weiß jetzt von Microsoft, dass die eben auch Zirkularität bis 2030 halt quasi sagen, was natürlich auch ein komplettes Recycling halt ihrer entsprechenden Hardware sozusagen auch beinhaltet. Also der Druck kommt da hoffentlich sozusagen aus unterschiedlichen Ecken. Und das ist natürlich auf alle Fälle gut zu hören. Wie wollt ihr jetzt weitermachen als Tech-Buyer? Wir versuchen natürlich, unsere Message weiter zu verbreiten. Also dass Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, dass das wirklich eine gute Sache ist. Wir
positionieren uns immer weiter im Markt. Wir wachsen, was auch zeigt, dass es ankommt. Also wir sind in den letzten 5 Jahren von global 40, 50 Leuten auf mittlerweile über 300 gestiegen. Ne, das zeigt, dass die Botschaft ankommt. Wir haben in-house auch eine eigene Software zum Beispiel entwickelt, die CO2-Emissionen in Rechenzentren misst und dann mit einer Alternative, einer Rechnung, andere Wege aufzeigt, dieses Rechenzentrum zum Beispiel zu bestücken. Also ein Rechenzentrum effizienter zu gestalten. Und das ist etwas, wo wir auch langfristig den Plan sehen, dass wir da eine nachhaltige Digitalisierung schaffen können, indem wir weiter Awareness schaffen, indem wir an Regierungskörper appellieren. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe für die nächsten Jahre. Ja, total spannend auch, dass ihr da, das ist ja eingehend erwähnt, das Paper, das ihr jetzt kürzlich veröffentlicht habt, also da, dass ihr da ja wirklich fundierte Veröffentlichungen auch macht und da nicht müde werdet. Ich meine, das ist ja auch alles irgendwie extra Arbeit, ne? Also da auch diesen Auftrag auch mitzunehmen, auch ja ein bisschen für Aufklärung zu sorgen und hier auch so einen Bildungsauftrag zu verstehen, finde ich auch ganz großartig. Und ja, der Wachstum gibt euch ja glücklicherweise, oder das Wachstum gibt euch ja glücklicherweise recht. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, würdest du denn sagen, dass es auch gezielt nachhaltig orientierte Menschen zu euch treibt als Arbeitgeber? Also nehmt ihr da auch wahr, dass ihr irgendwie da engagierte Leute gewinnen könnt aufgrund auch diesem Nachhaltigkeitspurpose? Und gibt es vielleicht auch Dinge, die ihr intern, jetzt mal losgelöst vom Geschäftszweck, die ihr hochhaltet im Miteinander und im täglichen Doing, so aus Nachhaltigkeitssicht? Also klar, wir ziehen natürlich mittlerweile auch durch unsere Größe, ziehen wir natürlich auch nachhaltige Charaktere an. Das ist ganz klar. Trotzdem ist unsere Branche tatsächlich eher so noch so ein bisschen nischig. So die IT-Branche sind ja, ich komme ja selber daher, wie du eingangs schon sagtest, ne, war mal Systemadministrator, also eher so die nerdige Fraktion, nenne ich sie jetzt mal liebevoll. Man merkt das schon. Wir versuchen auch hier lokal Nachhaltigkeit zu praktizieren, kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ne? Also wir versuchen das auch tatsächlich zu leben. Helfen beim World Cleanup Day mit als komplette Firma. UN Global Goals verfolgen wir, auch ganz, ganz wichtiges Thema. So, das, wir versuchen es zu leben, natürlich. Also das ist nicht immer ganz gut. Bei jedem einzelnen Individuum der Firma klappt, ist ganz klar. Das ist einfach logisch auch. Das ist unser Weg, ja. Dann sind wir auch schon tatsächlich knapp bei den 30 Minuten angelangt. Ein hast du noch, Nils. Jetzt kommst du wieder von hinten nochmal aufgezäumt. Ja, schieß los. Einen habe ich noch. Ja, und zwar eben als ich so beim Durchdenken. Ja? Also das bedeutet, am Ende haben wir auch eure Geräte, die ihr den Kunden halt dann irgendwie verkauft oder verleiht. Ja, sind die auch am Ende des Lebenszyklus. Und ich denke eben gerade nochmal so ein bisschen auch über meine Schublade nach. Auch in meiner Schublade, es ist noch das ein oder andere alte Handy. Also manche sind auch schon sehr alt. Da ist halt die Frage, was macht man denn damit? Oder sozusagen, oder wie geht man jetzt am besten halt mit diesen Sachen um? Was würdest du da halt irgendwie empfehlen? Gibt es da halt irgendwie auch nochmal Stellen, die das nochmal vorselektieren? Weil am tollsten ist natürlich, wenn die Sachen halt irgendwie weiter länger im Umlauf bleiben, ne? Habt ihr da irgendwie noch, lohnt es sich, die zu verspenden oder welche Ideen habt ihr da? Wir haben bei uns am Standort in England auch eine sogenannte ITAD-Abteilung, IT Asset Disposition and Disposal. Das ist im Prinzip, wenn ein Gerät an das Ende seines Lebenszyklus kommt, dann sollte es möglichst ethisch korrekt recycelt werden. Also es sollte nicht irgendwo, was dann in Schwellenländern leider passiert, irgendwo auf irgendwelchen Deponien einfach landen. Die kritischen Materialien sind verloren, verursachen eventuell noch Naturschäden oder Krankheiten im schlimmsten Fall für angrenzende Dörfer oder was auch immer. Von daher sollte man sich an jemanden, an Profis wenden. Also wir betreiben diesen ITAD-Service, um genau das herauszufinden. Ist ein Gerät noch etwas wert? Können wir bestimmte Komponenten nochmal benutzen für einen weiteren Lebenszyklus? Und
ja, im Zweifel muss man dann tatsächlich irgendwann recyceln. Aber dann sollte man schauen, dass man vielleicht auf Geräte setzt, die nicht unendlich viele kritische Materialien benutzen. Es gibt da interessante Projekte zu. Und dass man dann sagt, okay, wir schauen uns um, reden mit einem guten Recycler, der das ethisch verantwortungsvoll recycelt. Und dann geht es im Zweifel, wenn es halt Materialien sind, wie bestimmte Metalle, dass sie dann wieder benutzt werden können für weitere Handys oder Server im Zweifel. Ja, und auch diesen Raum vielleicht aufzumachen. Ne? Ich erinnere mich, das muss ganz am Anfang, als ich bei FED angefangen habe, das muss jetzt dann wahrscheinlich 4, 5 Jahre her sein, da hatten wir dann so eine Aktion, da konnte man eben genau seine alten Handys bringen. Und ich weiß, da war so ein Orang-Utan, glaube ich, auf der Box drauf, weil irgendwie gezielt das dann sauber entweder refurbished oder recycelt wurde. Und das Geld, das damit wieder verdient worden ist, wurde irgendwie dann in so einen Orang-Utan-Fonds gegeben. Und ich weiß auch, wie dankbar ich einfach war, weil ich direkt zu Hause bin an diese schlimme Schublade, die wir alle haben. Alle diese alten Smartphones gepackt habe, nochmal gecheckt habe, ob da wirklich alles gelöscht ist und so, also auch das nochmal als Tipp, und die dann da reingeworfen habe. Und ich glaube, dass so im Unternehmenskontext wieder mal in eine große Lobby genau mal sowas machen. Und ich glaube, man wäre verwundert, wie dankbar eigentlich wieder alle sind, wenn man ja oft halt nicht so richtig weiß, wo bringe ich es jetzt hin, dass es irgendwie ordentlich ist, und landet es halt doch in dieser Schublade. Ne? Also es ist schon Wahnsinn, wie schnell sich das auch ansammelt, ey. Unternehmen haben natürlich dann durch die DSGVO dann zum Beispiel auch noch Probleme mit Datenschutz, wie du gerade erwähnt hast. Du guckst im Privaten, guckst du, ob alle Daten gelöscht sind, aber UnternehmerInnen stehen natürlich dann noch vor größeren Herausforderungen, was das angeht. Und ja, da kann ich mich nur wiederholen, an Unternehmen wenden, die sich damit auskennen, und dann kann man auch die Kreislaufwirtschaft fördern. Ja, cool. Ey, Christopher, vielen Dank für deine Zeit. Ein spannendes Thema, das, glaube ich, immer mehr an Bedeutung gewinnen wird in der Zukunft. Ich glaube, ihr setzt da genau auf die richtigen Themen. Am Ende geben wir unserem Gast immer noch die Möglichkeit, einen Appell loszuwerden. Also falls du doch noch irgendwie eine Botschaft mitgebracht hast, die du noch nicht unterbringen konntest oder gern noch was unterstreichen willst, wäre das jetzt nochmal deine Gelegenheit. Ja, im Prinzip schon alles einmal irgendwie kurz angemerkt. Appelle waren mehrere dabei. Belest euch, bildet euch, betreibt eine nachhaltige Digitalisierung. Steht auf, redet mit den PolitikerInnen und fordert Förderung ein. Und dann können wir sicherlich in eine gute Zukunft schauen. Super. Vielen Dank für die Zeit, Christopher. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Christopher. Vielen Dank euch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, Nils, wir haben mit Christopher gesprochen, und ich muss es jetzt nochmal sagen, mit Christopher Sweet Sir, liebe den Namen, refurbished Geräte, Beschaffung etc. Spannend, was hast du so mitgenommen? Ja, also ich glaube, ein so ganz kurzfristiges Thema habe ich mitgenommen. Maike, aus deiner Geschichte mit der Orang-Utan-Box, ob wir nicht einfach nochmal wieder so ein Bring Your Old Hardware to Office, dass wir da nochmal schauen, wie wir das halt denn irgendwie organisiert bekommen, dass vielleicht irgendjemand sich da nochmal einen Blick hat. Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen, der halt irgendwie uns mal sagen mag, wo man gut recyceln kann, dass wir halt dann wieder alte, kaputte Geräte auch nochmal wieder einsammeln. Und dass das halt dann natürlich einfach auch ein Thema ist, was irgendwie jetzt in Kombination der ganzen Signale, die wir jetzt da haben, also von Endgeräte sind tatsächlich ein wesentlicher Faktor, nämlich fast ein Drittel der in den Unternehmen, also laut dieser McKinsey-Studie, dass es halt irgendwie darum geht, schon eben weniger Endgeräte halt einzuführen. Ne? Und das hat natürlich unterschiedliche Aspekte. Das eine ist, dass man vielleicht nicht unbedingt 2 oder 3 unterschiedliche Geräte braucht. Das zweite ist halt dann irgendwie, dass man halt irgendwie die Laufzeit der Geräte verlängert. Und das dritte ist eben, dass es natürlich auch spannend ist, einfach auch mal darüber nachzudenken, muss es immer ein neues Gerät sein, wenn das halt irgendwie tatsächlich halt irgendwie auch dann irgendwie den Anforderungen genügt. Denn wenn ich mal ehrlich bin, habe ich natürlich auch gerne ein neues Gerät, aber auch ich sag mal mit so einem iPhone X oder sagen wir mal so einem Samsung in der älteren Generation, nicht in der ganz neuesten Generation, kommt man eigentlich auch durchs Leben. Und bei Notebooks ist es ja eben nochmal klarer. Ja.
Und du? Absolut. Ich glaube, fast alles, was du sagst, so viel mehr habe ich gar nicht zu ergänzen. Vielleicht nochmal dieses, was du angesprochen hattest, dieses, dass man über ein paar Dinge halt nachdenken muss aus Unternehmenssicht. Das glaube ich halt auch. Und dennoch lohnt sich das vermutlich. Weil ich könnte mir einfach vorstellen, dass gerade die Lieferketten, das wird ja wahrscheinlich nicht unentspannter werden in Zukunft. Da sind ja auch einfach endliche Ressourcen letztlich auch verbaut. Und das wird ein Thema. Und auch hier glaube ich wieder, oder kann ich mir vorstellen, Unternehmen, die da schon früh sozusagen ihre Beschaffungsprozesse und so auch schon umstellen und eben all diese Dinge schon geprüft haben und bei sich in die Prozesse verankert haben, die könnten dann natürlich auch wieder Vorteile von generieren, weil das dann nicht überraschend kommt an irgendeiner Stelle, falls es irgendwo wieder Engpässe gibt etc. Deswegen, ich glaube, es lohnt sich da einfach auch nochmal drüber nachzudenken und wir können uns das ja mitnehmen, Nils. Wir haben ja in nächster Zeit nochmal ein paar Gespräche auch mit Sustainability-Beauftragten, die in der IT aufgehangen sind, mal diese Fragen auch zu stellen, einfach mal zu gucken, was kommt denn da an Feedback? Beschäftigen sich denn da vielleicht schon auch Firmen mit, einfach da mal nochmal das Ohr auf die Schiene zu legen? Ich glaube, das könnte auch nochmal interessant sein. Ja, denn du erinnerst dich ja bestimmt, also Rainer hatte ja, also Rainer Karcher, der hatte die, hatten ja damals bei Siemens halt dann irgendwie die Hardware halt im größeren Maße dann auch verspendet. Das ist ja sicherlich ein Ansatz, aber da halt mal ein bisschen genauer hinzugucken, das lohnt sich halt auf alle Fälle, zumal eben gerade vor dem Hintergrund, dass es halt eben so ein wesentlicher Faktor ist. Spannend. Und das ist natürlich auch ein großes Thema, wie sind die Verträge aufgesetzt, ne? Das, was du eben ja auch nochmal sagtest, also es geht ja gar nicht, dass man halt irgendwie jetzt in den Ausschreibungen da nicht berücksichtigt wird, weil man irgendwie mit einer ökologischen Alternative um die Ecke kommt. Also das kann es ja auch nicht sein. Also jetzt gerade, wenn man halt dann irgendwie jetzt, ich stelle mir das eben auch vor, im Behördenkontext oder sozusagen, also in der gesamten öffentlichen Hand, also da sollte das eigentlich eine viel größere Rolle spielen. Absolut. Ja, man sieht schon, es rattert bei uns. Deswegen vielen Dank für eine erneute schöne Folge mit dir und ich freue mich schon auf die nächste, Nils. Bis dann. Ciao. Bis dann, Maike. Ciao.